Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen aus Adriens Küche. Für alle die, die nach dem grandiosen Frühstückskuchenrezept, vielen Dank für eure Kommentare, noch jede Menge Eigelb im Kühlschrank haben, kommt heute für euch das ultimative fettreduzierte Dinkel-Carbonara-Rezept à la Adrien. Ich zeige euch schon mal ein Foto, kennt ihr ja bestimmt von Snapchat. So wird das Ganze aussehen und los geht's. Wie immer schauen wir mal in meine Schränke, was wir dafür brauchen. Und zwar ganz einfach, ein Brettchen, ein scharfes Messer. Nice. Wir brauchen einen Topf. Topf. Zuallererst die Dinkelspiralen. Ich kaufe immer die, die gibt es im Kaufland. Keine Ahnung, ich mag Vollkornnudeln, die schmecken mir richtig gut. Ich brauche diese weißen Nudeln gar nicht mehr. Ja, lasst mich einfach mal überraschen, wie es schmeckt. Schreibt es mir in die Kommentare. Also ich finde die super sättigend. Einfach perfekt. So, wir brauchen Salz. Salz und nochmal Salz. Ich nehme immer mehr Salz, auch hier drin. Wir brauchen eine Zwiebel. Eine Schalotte, sogenannte Schalotte. Dann kommt mit in den Kühlschrank. Heute ist er besser aufgeräumt. So, und zwar, ich kaufe immer diese Rohschinkenwürfel, die gibt es im Kaufland. Nur für euch zur Info. Wir nehmen hier einen Teil. Parmesan. Und zu guter Letzt ein Ei. Wir nehmen ein Ei. Also ihr nehmt natürlich eure Eigelb, die ihr noch im Kühlschrank habt. Und wir brauchen natürlich zum Braten noch Öl. Dafür nehme ich immer Kokosöl. Schmeckt mir übelst gut. Übelst gut, was ist das für eine Formulierung? Also Kokosöl schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ja, okay. Zuallererst, weil das am längsten dauert, mit sage und schreibe 7 Minuten, oh Gott, die Nudeln ins Wasser. Das heißt, ich nehme mir jetzt einfach Wasser. Ihr wisst ja eigentlich alle, wie man Nudeln kocht. Nudelnwasser. Zack. Auf die Herdplatte und an. Ich nehme immer ungefähr einen Teelöffel Salz. So, Nummer 1. So, jetzt ganz, ganz wichtig, wiegen wir schon mal die Nudeln ab. So, dann brauchen wir also noch eine Schüssel. Schüssel. So, ich nehme für meine Portion zum Mittag, also es ist für mich ein total leckeres Mittagessen, was ich auch teilweise auf Arbeit mitnehme. Und wenn es dort halt nicht möglich ist, das warm zu machen, esse ich es auch super gern kalt, es schmeckt sogar. Ich nehme jetzt hier 110 Gramm Dinkelnudeln. So. Okay, zurück mit euch in die Tüte. So, 110 Gramm Dinkelspiralen. So. Wir warten jetzt, bis das Wasser kocht. Währenddessen hole ich die Pfanne raus. Eine Pfanne. Ich nehme hier quasi einen Wok. Joa. Puh, wie soll ich weitermachen? Kokosöl. Kokosöl in die Pfanne. Wobei ihr halt eben eigentlich, also das wiege ich auch überhaupt gar nicht ab. Also gar nicht, zu 0,000%. So, halt ein bisschen Kokosöl in die Pfanne oder eben das Öl, was ihr sehr gerne mögt. Ja, eigentlich kann man es jetzt so machen, wartet bis die Nudeln kochen, weil das Einrühren der Soße, also der Carbonara, geht eigentlich so schnell. So, das Wasser kocht. Die Dinkelnudeln in das kochende Wasser. Runterstellen und ich koche die ganze 7 Minuten, also wenn sie dann jetzt gleich wieder kochen sollten, genau, also 7 Minuten. Währenddessen können wir jetzt alles andere vorbereiten, quasi schneide ich jetzt ganz schnell eine Zwiebel, die tracke ich auch gar nicht mit, ich werde sie dann für euch natürlich mal mit eingeben, nur mal Interesse halber. Ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht weinen. Zwiebel abschälen. Okay. Erledigt. So, genau. Nur mal Interesse aber für euch, diese Zwiebel wiegt Tatsache 37 Gramm. Genau. Das jetzt so fein wie möglich schneiden. Also wer keine Zwiebel mag, also ich mochte früher, als ich noch jung war, ich bin halt auch noch jung, mochte ich gar keine Zwiebel, aber heute finde ich es total toll, weil die so ein super Aroma entwickelt.
Also eigentlich müsst ihr das jetzt so richtig ganz zart fein schneiden. Nicht in die Finger schneiden. So. Zack. Ich wünschte, ich könnte besser schneiden und jetzt kommen mir schon die Tränen. Ja, genau. Wir machen jetzt die Pfanne an. Oh mein, jetzt kochen meine Nudeln gar nicht mehr. So. Machen die Pfanne an. Lassen das Öl flüssig werden, weil ich stelle mein Kokosöl, da jetzt gerade Sommer war, es war immer sehr warm, in den Kühlschrank, damit es einfach nicht die flüssige Konsistenz hat. Jetzt kommen quasi die Zwiebeln in das flüssige Öl. So. Genau. Wir nehmen uns natürlich, ganz, ganz wichtig, noch so ein Gerät. Genau. Die lassen wir jetzt einfach ein bisschen anschwitzen, bis die etwas glasig werden. Und dann kommen darauf ganze sage und schreibe 50 Gramm von diesen Rohschinkenwürfeln. Wie gesagt, die gibt es in jedem gut sortierten Supermarkt. Also wie gesagt, 50 Gramm. So, 50. Moment. So, 50 Gramm. So. So ein bisschen rühren. Die kommen jetzt hier mit rein. Stellen wir das Ganze noch etwas runter. Mit Induktion kocht sich das verdammt schnell. Genau. Das ist alles schön braun werden lassen, sozusagen. Genau. Ich werde natürlich meine Dinkelnudeln schon wieder wegräumen. Nein. Öl kommt mit weg. Wir brauchen hier Ordnung am Arbeitsplatz. So, parallel dazu, das geht ja eigentlich alles sehr, sehr, sehr schnell, könnt ihr jetzt schon, Moment, eine wichtige Zutat, die Sahne, aus dem Kühlschrank nehmen. Also richtige, oder die eingedeutschte Carbonara, die besteht ja aus richtiger Sahne. Ich habe mich einfach für eine fettreduzierte Variante entschieden, das heißt 4%ige Kaffeesahne. Warte, da hole ich mir hier eine neue raus. Wir haben keine, doch hier. Genau. Also einfach Kaffeesahne mit 4% Fett. Diese nutze ich immer für mein Rezept. So. Das läuft. So, ihr nehmt jetzt die Temperatur ungefähr auf die 2. Also ihr lasst den Tiegel, die Pfanne, etwas abkühlen. Nehmt jetzt eure Sahne. Ich nehme hier ganz genau 80 Gramm. 80 Gramm der Sahne. So. Genau 80. So. Die kommt jetzt damit rein. Und zwar genau jetzt. Darauf kommen sage und schreibe 20 Gramm Parmesan. So. Kommt jetzt hier mit rein. Könnt ihr auch wieder etwas aufdrehen, dass der Parmesan schön schmilzt, sozusagen. Meine Nudeln machen auch, was sie wollen. Genau. Wieder etwas aufdrehen. So. Und jetzt kommt's. Jetzt wird das Ei getrennt. Also sobald der Parmesan flüssig ist, also mit der Kaffeesahne eins wird, kommt dann auch das Eigelb hier mit rein. So, jetzt kommt natürlich hier die... Der Vogel-Effekt. Ich trenne euch jetzt hier ein Ei. Zack. Und es gelingt sogar sehr, sehr gut. So. Ein Eigelb. Und dieses eine Eigelb kommt jetzt mit hier hinein. So. Jetzt das Ganze rühren, rühren, rühren. Ihr seht, das sieht total lecker aus. Also finde ich zumindest. Jetzt hat sich das alles sehr, sehr schön vermengt. Wer mag, kann das noch richtig durchkochen lassen. Ihr könnt es auch abdrehen. Achtet natürlich darauf, dass ihr frische Eier habt und euch jetzt hier nicht gerade irgendwas ins Haus holt. Und schon sind die Nudeln fertig. Mir brennt es immer noch in den Augen von der Zwiebel. So, und die Nudeln, die werden jetzt abgegossen mit meinem Oldschool-Nudelabgussi. Ich schreck die parallel gleich dazu ab. So, das sind sie. Ja,
das sind jetzt ganze 110 Gramm Dinkel, Vollkornnudeln. So. So, und jetzt? Was sollte man anderes tun? Nimmt man die Nudeln und schüttet die in den Tiegel hinein. Ganz einfach. Zack. Man vermengt das schön. Und raus kommt meine Lieblingscarbonara. Wer mag, kann natürlich das Ganze jetzt wunderschön à la Foodporn-Manie anrichten und kann nochmal extra Parmesan mit draufhobeln. Das mache ich jetzt persönlich nie, weil mir das wirklich völlig reicht. Ich würde euch das jetzt natürlich gern mal anrichten, aber erst wird aufgeräumt. Dieses Eiklar nicht wegwerfen, ihr braucht es für den Frühstückskuchen. Ich habe den heute übrigens nochmal mit Schokoladensplittern gebacken. Ich habe mir auch eine neue Vanillemühle gekauft, total lecker. Ja, das ist sie jetzt. Adriens Dinkel Carbonara, fett reduziert und ultra lecker. Also, ich sage euch jetzt mal ganz kurz was zu den Nährwerten. Die Nährwerte, ich habe mich ja gut vorbereitet. Und zwar, diese 110 Gramm Dinkelnudeln verbunden mit 37 Gramm Zwiebel, die habe ich tatsächlich schon so eingegeben, mit einem Eigelb, mit 80 Gramm 4%iger Kaffeesahne und 17 Gramm Parmesan, die es jetzt am Ende nur waren, ergeben eine Gesamtkalorienzahl von 676. Wenn wir das Ganze mal näher betrachten, haben wir dabei 40 Gramm Eiweiß auf diese gesamte Portion. Wir haben aber auch 87 Gramm Kohlenhydrate, was jetzt überhaupt nicht schlecht ist. Ein super Essen für nach dem Training, für Mittag, für Menschen, die einfach aktiv sind. Und wir haben in der Portion 17 Gramm Fett. Also ich finde, es ist ein super leckeres Essen und im Vergleich zur echten Carbonara, die ich einmal in Italien gegessen habe letztes Jahr, ist wirklich total lecker. Aber probiert es selbst, schreibt mir wieder in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Verlinkt mich auch gerne auf Instagram auf euren eigens kreierten Dinkel Carbonaras. Ich finde es echt toll. Die Dinkelnudeln schmecken super. Ja, ansonsten, ich schreibe euch das gesamte Rezept wieder unten in die Box unter dem Video. Ja, gebt gerne euren Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir, was ihr gerne noch für Kochvideos sehen wollt. Ich bin da ziemlich kreativ. Ja, ansonsten, wenn euch mein Channel gefällt, abonniert den auch sehr, sehr gern. Ja, ich sag dann einfach mal so, bis bald, eure Adrienne. Tschüss!